Oh, das hat Spaß gemacht. Wisst ihr was? Ja. Jetzt gehen wir erstmal eine Kleinigkeit essen, okay? Okay. Ja, super. Ja, cool. Ich bin schon fast verhungert. Okay, das ist gut. Du bestellst das Essen auf Französisch. Das kann ich doch gar nicht. Ah, Patricia, das schaffst du schon. Oh, komm, ja, Patricia, du hast die ganze Fahrt immer so toll geübt. Bitte. Okay. Ja, okay. Leute, wisst ihr was? Ich kenne da drüben ein Bistro. Noch ein ganz leckeres Essen. Hab ich eben noch Baguettchen geliefert. So hingehen? Okay, kommt. Ja, los, kommt mit. Hey, so, ich kann los ins Restaurant. Salut, ça va? Bonjour. Un salat, varier son tomates. Was hast du jetzt bestellt für uns? Keine Ahnung, auf jeden Fall den Salat. Ohne Tomaten. Oh, das Essen. Ah, merci. Du hast Austern bestellt. Weiß einer, wie man die öffnet? Wollen wir den Kellner mal fragen? Vielleicht Garçon, est-ce que vous, was heißt denn das? Können Sie uns helfen? Ah, est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Bei, man nimmt sie in die Hand. Okay. Ah. Bon Appetit. Zeig mal, die gucken wir uns jetzt erstmal genau an. Das soll lecker sein, das ist eine Spezialität. Okay, wichtig ist, dass man sie schlürft. Und in einem, man soll nicht drauf rumkauen. Ich mach's jetzt, also Bon Appetit. 3, 2, 1. Ja. Was guckt ihr alle so? Also es schmeckt ein bisschen fischig und sehr arg nach Zitrone, weil ich habe ja ordentlich Zitrone drauf gemacht. Aber wartet, ich habe doch gelesen über Austern ganz viele interessante Sachen. Also zum einen, dass Austern immer so rumwachsen, dass dieser kleine dünne Deckel oben drauf liegt. Und sie wachsen immer an einem Platz und dort bleiben sie ihr ganzes Leben lang. Ah, die schwimmen doch so, oder? Nein? Nein. Andersrum? Nein. Immer fest an einem Punkt. Ah. So, jetzt aber genug über Austern gehört, jetzt wollen wir sie essen. Wir haben schließlich genügend bestellt, Patricia. Nein. Wer traut sich denn eine aus, dazu essen? Hey, Lara traut sich. Hey, okay. Ja. So. Okay. So, die müsste offen sein, bitteschön. Unglaublich, das passiert eigentlich nie. Das ist in 100 Jahren passiert, das wenn überhaupt einmal, dass man eine Perle in so einer Muschel findet. Das ist der Hammer. Wisst ihr übrigens, wie die entstehen? Ja. Ja. Also, die Muschel hat innen drin eine Perlmuttschicht. Perlmutt, das sagt ja schon der Name. Und wenn die Muschel einen Fremdkörper in sich reinbekommt, wie zum Beispiel ein Sandkorn, dann bildet sich um diesen Sandkorn herum eine Perlmuttschicht. Und das wächst und wächst und wächst. Und dann passiert es, dass die Perle in dieser Auster so groß wird und darin gewachsen ist. Boah, ich will auch eine. Das ist richtig tolle französische Musik. Danach tanzt man ungefähr so wie Walzer. Wollen wir? Komm, wir tanzen. Hey, das funktioniert genauso wie ein Walzer. Ein Dreivierteltakt. Huha! Alle! 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 Ja.